Und jetzt noch die geheime Zutat für unseren neuen Duft, mein Aroma Amigo. Was ist das? Ein Tröpfchen wilde Lilie, nur ein bisschen. Aber es verleiht ihm den gewissen Kick. Zu viel davon und Wunderwald stinkt wie... Vorsicht! Wir haben dich total erschreckt. Ja, hallo Tamika. Was geht ab, Burst? Könntet ihr mir kurz die Pflanze dort bringen? Na klar! Der geht an dich. Ja, da musst du schon viel, viel, viel früher aufstehen, um mir einen Streich zu spielen. Klingt nach einer Herausforderung. Ich beobachte dich. Wir brauchen noch mehr Blumen für unser neues Parfum-Caper. Und pass auf, dass uns niemand reinlegt. Ich hab alles im Blick. Die werden den Stinktieren den Gestank schon austreiben. Dann mal los. Sie müssen runterfallen. Ich rieche dort drüben ein paar herrliche Blüten. Vielleicht muss man diesen Schalter umlegen. Ach ja, das hier ist doch der perfekte Ort für unser Picknick-Flap. Spinnen! Haha, hab dich reingelegt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst jemand anderer. Mach's gut. Die beiden werden so rot anlaufen, dass man sie noch aus dem Weltraum sehen kann. Achtung, sie kommen. Das ist doch ein schöner Platz. Jetzt. Hey, habt ihr noch zwei Plätze frei? Natürlich. Wir rutschen einfach zur Seite. Oh, das tut mir unendlich leid. Aber diese Farbe steht dir wirklich gut. Die Lilien fangen an zu blühen. Na komm, Caper. Damit werden sie niemals rechnen. Diese Lilien sind genau das, was wir noch gebraucht haben. Hey! Wieso geht das nicht? Das hat ja toll geklappt. So, wenn Tamika und Burst wieder versuchen, uns reinzulegen, werden wir vorbereitet sein. Oh, ihr habt vergessen, die Tür zuzumachen. Nein, Peter, warte, wir sind... ganz nass. Spielen etwas zu weit gegangen. Waffenstillstand? Einverstanden. Bei all den Streichen haben wir unser neues Parfum völlig vergessen. Wir sollten uns besser darum kümmern, bevor... Hey Mädels, wir haben mit dem Streichespielen aufgehört. Versprochen. Das wissen wir und es wurde auch Zeit. Deshalb wollen wir uns bedanken. Mit Kuchen. Ich befürchte, das haben wir... absolut verdient. Jetzt ist... mit dem Streichespiel... aber wirklich... Schluss! Hä? Ist es richtig, dass dein Parfum so qualmt? Oh, nein! Ich habe das Fläschchen vergessen. Es sollte auch ein Streich sein. Aber ich wollte doch nicht die größte Stinkbombe der Welt bauen. Ah, da fällt mir gerade was ein. Echt gute Idee, Tamika. Ich bitte um Verzeihung.